Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt auch der Abgrund in dich hinein. Da sind Sie ja morgen. Sie wollten mich sprechen, Sir? Ja, ja, kommen Sie, setzen Sie sich. Die Zeit drängt etwas. Es geht um einen Leichenfund in den Wäldern bei Edgewood. Ein Jogger ist dort heute Morgen über eine enthauptete Leiche gestolpert. Ich habe eben mit dem Bezirkssheriff gesprochen. Er bittet um unsere Unterstützung. Seit wann schaltet uns der Bezirkssheriff denn so bereitwillig in die hiesigen Ermittlungen ein? Ja, das sollte doch in die Zuständigkeit der CIS fallen, nicht in unsere. Sagt Ihnen der Name Shelby Hunt etwas? Shelby Hunt, auch bekannt als der Köpfer, arbeitet als Auftragskiller für das organisierte Verbrechen und wird wegen mehrfachen Mordes gesucht. In einschlägigen Kreisen nennt man ihn Köpfer, weil er seine Opfer enthauptet. Hat sich inzwischen einen oberen Platz auf unserer Liste der Top 10 gesichert. Die enthauptete Leiche geht also auf Shelby Hunts Konto? Nein, Shelby Hunt kommt diesmal als Täter nicht in Frage. Er ist das Opfer. Ein Jogger hat den Rumpf vor ca. 2 Stunden entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. Tja, sieht so aus, als könnten Sie Shelby Hunt von Ihrer Fahndungsliste streichen. Wie haben Sie den Toten so schnell identifizieren können? Wir haben das hier gefunden. An der Stelle, wo sein Kopf gewesen ist. Sein FBI-Steckbrief. Sehen Sie das besondere Merkmal? Es stimmt überein. Eine Tätowierung an den Knöcheln der rechten Hand. Mary. Was sagt die Spurensicherung? Wenig. Es gibt zwar einige Fußspuren, aber der Waldboden ist zu weich. Da ist nichts Brauchbares dabei. Außerdem kommen da laufend Spaziergänger und Jogger durch. Blutspuren gibt's keine. Offenbar wurde das Opfer an einem anderen Ort ermordet und enthauptet. Interessant ist, dass es auch keine Reifenspuren gibt. Bedeutet, unser Mann hat den Leichnam zu Fuß entsorgt. Sieht ganz danach aus. Der Kopf? Fehlanzeige. Wo fangen wir an? Bei Shelby Hunts Ex-Frau, Mary Hunt. Den Akten zufolge wurde sie vor 3 Tagen ins Bethesda-Krankenhaus eingeliefert. Sie ist schwer misshandelt worden. Einer unserer Leute hat sie kurz nach dem Einliefern bereits verhört. Sie hat allerdings abgestritten, dass es Shelby war, der sie krankenhausreif geschlagen hat. Damit hätte sie ja auch zugegeben, dass sie noch Kontakt zu ihm hat. Glaubst du, sie hat etwas mit dem Mord zu tun? Zumindest könnte sie eine der letzten gewesen sein, die ihn lebend gesehen hat.
Es bleibt also dabei. Dinner um 8? Seid bitte pünktlich. Natürlich. Du kennst doch Joan. Die Pünktlichkeit in Person. Ja. Dann bis heute Abend. Wir brauchen den Befund der Gerichtsmedizin, Dexter. Bitte sei so gut und kümmere dich darum. Ich muss wissen, ob es sich bei dem Toten wirklich um Shelby handelt. Außerdem ist es besser, wenn ich alleine mit Miss Hunt spreche. Sag mal, ist das nicht das Krankenhaus, in dem Rains arbeitet? Wer? Du weißt schon, Harris' Busenfreund aus Harvard. Der unwiderstehliche Doktor. Er war auf der Party, die Harris letztes Jahr geschmissen hat. Tu jetzt bloß nicht so, als wüsstest du es nicht mehr. Du warst doch auch scharf auf ihn. Haben wir jetzt nicht andere Sorgen, Dexter? Ja? Dr. Rines? Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Wir kennen uns. Sie gehören zu Tom Harris' Leuten. Ja, Laura Morgan, FBI. Natürlich. Ich erinnere mich. Wir haben uns auf Toms Geburtstag kennengelernt. Ja, ich weiß. Aber Sie sind nicht meinetwegen hier, nicht wahr? Es geht wieder um meine Patientin, um Mary Hunt. Ich hatte deswegen neulich bereits das Vergnügen mit einem Ihrer Kollegen. Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, dass seine Ermittlungen viel gebracht haben. Es haben sich inzwischen neue Aspekte ergeben, die ich mit Miss Hunt besprechen muss. Sie glauben, Sie haben mehr Erfolg als Ihr männlicher Kollege? Das wird sich zeigen, Dr. Rines. Sagen Sie... Als Miss Hunt vor 3 Tagen hier eingeliefert wurde, wer hatte eigentlich die Polizei benachrichtigt? Ich bin das gewesen. Die Patientin war eindeutig Opfer eines Gewaltverbrechens und wies die typischen Verletzungen einer schweren körperlichen Misshandlung auf. Würgemale am Hals, zahlreiche Prellungen, Hämatome, Rippenbrüche und Gehirnerschütterung. Da sie bei ihrer Einlieferung nicht bei Bewusstsein war, habe ich nach eigenem Ermessen entschieden und Meldung gemacht. Wie Sie wissen, war Miss Hunt wenig angetan von dieser Entscheidung. Sie hat ausgesagt, sie sei im Bad ausgerutscht. Derartige Verletzungen zieht man sich nicht bei einem Sturz im Bad zu, Agentin Morgan. Hat sie Ihnen anvertraut, wer sie misshandelt hat? Nein. Und selbst wenn sie es hätte, ich dürfte es Ihnen nicht sagen. Ja, die ärztliche Schweigepflicht, ich weiß. Können Sie mir sagen, ob Miss Hunt in den letzten Tagen Besuch empfangen hat? Sie meinen außer der Polizei und Ihrem Mann vom FBI? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin der Chefarzt dieser Station und nicht der Pförtner. Wo finde ich Sie jetzt? Liegt sie noch auf der Intensivstation? Nein, nicht mehr. Aber wenn Sie mit ihr reden wollen, werden Sie sich noch eine Weile gedulden müssen. Die Radiologie macht gerade ein MRT. Wie lange wird das dauern? Gut 20 Minuten. Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn wir in der Zwischenzeit unsere Unterhaltung in der Kantine fortsetzen? Haben Sie heute schon zu Mittag gegessen? Nein? Kommen Sie mit. Ich lade Sie ein. Ich muss unbedingt etwas essen. Was gibt's Neues? Wo steckst du? Bist du noch im Krankenhaus? Ja, das dauert hier noch etwas. Der Doc hat mich zum Essen eingeladen. Das konnte ich nicht ablehnen. Machst du Scherze? Was ist mit unserer Leiche? Haben wir die Bestätigung, dass es Shelby ist? Ja, das ist abgesichert. Fingerabdrücke sind identisch. Wenn Mary Hunt erfährt, dass er das Zeitliche gesegnet hat, wird sie vielleicht auspacken. Noch etwas, Dexter. Ich brauche mehr Informationen über den Fundort der Leiche. Kartenmaterial von Edgewood. Am besten eine Wanderkarte.
Sobald die Spurensicherung abgezogen ist, will ich mir das nochmal in Ruhe ansehen. Geht klar. Wann soll ich dich abholen? Ich melde mich. Ich war so frei, für Sie mitzubestellen. Lammkotelett mit provenzialischem Gemüse und Rotweinschalotten. Die Küche ist sehr gut hier. Sie werden begeistert sein. Ich weiß nicht. Sagen Sie nicht, Sie essen kein Fleisch. Nein, nur habe ich nicht die Zeit. Die Ermittlungen machen Fortschritte? Ja. Und je früher ich mit Miss Hunt gesprochen habe, desto besser. Wenn Sie mich fragen, ich glaube nicht, dass sie ihre Aussage ändern wird. Nicht so lange sie Angst haben muss, dass der Kerl zurückkommt, der sie so zugerichtet hat. Ihr Kollege ließ durchblicken, dass sie ihren Ex-Gatten verdächtigen, einen Mann, der seit Jahren vom FBI gesucht wird. Ehrlich gesagt frage ich mich, warum Mrs. Hunt nicht längst unter Polizeischutz steht. So wie es aussieht, wird sie den jetzt nicht mehr brauchen. Sie haben ihn geschnappt? Wir haben seine Leiche gefunden, er ist ermordet worden. Ich verstehe. Nun sind Sie hier, um Mrs. Hunt die freudige Botschaft zu überbringen. Unter anderem, ja. Sie verdächtigen sie? Wir stehen erst am Anfang unserer Ermittlungen, Dr. Rines. So schnell wird niemand verdächtigt. Das ist beruhigend. Außerdem verstehen Sie sicher, dass ich Ihnen keine Auskunft über den Stand unserer Ermittlungen geben darf. Ja, natürlich. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Mord und Totschlag sind nicht unbedingt ein passendes Tischgespräch. Ich hoffe, Sie dürfen mir wenigstens verraten, was Sie tun, wenn Sie nicht gerade auf Mörderjagd gehen. Was machen Sie privat, Laura Morgan? Mögen Sie Theater? Aber das ist unmöglich. Sie müssen sich irren. Er kann unmöglich tot sein. Er war doch gestern Abend hier bei mir. Es besteht kein Zweifel an der Identität des Toten, Miss Hunt. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum er so ausgerastet ist. Er hat mich früher nie geschlagen. Niemals. Sie sind nicht im Bad ausgerutscht. Shelby hat Ihnen das angetan. Ja. Stammen die Rosen von ihm? War er gestern Abend hier, um Sie um Verzeihung zu bitten? Ja, das war er. Wann war das? Um wie viel Uhr? Ich weiß es nicht genau. Ungefähr um 6, kurz nachdem Dr. Rains auf meinem Zimmer war. Wie lange ist Shelby dann bei Ihnen gewesen? Er war nur kurz hier. Wir hatten doch Angst, dass jemand ins Zimmer kommt und ihn erkennt. So sagen Sie mir doch endlich, was passiert ist. Wie ist er gestorben? Man hat ihn an Händen und Füßen gefesselt und gefoltert. Sein Oberkörper weist zahlreiche Schnittwunden auf. Er lebte noch, als der Mörder ihn enthauptet hat. Auf diese Weise ist Shelby Hunt selbst mit seinen Opfern verfahren, nicht wahr? Ja, Sir, das war sein Markenzeichen. Ein Racheakt also. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Mörder hat Shelby Hunts Steckbrief neben der Leiche platziert. Das Foto war durchgestrichen. Ich glaube nicht, dass es sich dabei um einen persönlichen Racheakt handelt, Sir. Vielmehr scheint hier jemand den Scharfrichter zu spielen. Das war göttlich, Adam. Du musst dir unbedingt das Rezept geben lassen, Schatz. Noch etwas Wein? Ich hätte noch einen ausgezeichneten Bordeaux anzubieten. Nur zu, da sagen wir nicht nein. Ich denke an Sie, Agentin Morgan. Warum? Weil wir Komplizen sind.
Wir haben viel miteinander gemein. Ich stehe wie Sie auf der Seite von Wahrheit und Gerechtigkeit. Ein guter Amerikaner. Ich kümmere mich um die Bedürftigen. Ich heile die Kranken. Und in der Nacht jage ich wie Sie die anderen, jene, die nicht nach den Regeln spielen und Strafe verdient haben. Guten Abend, Agentin Morgan. Darf ich fragen, was Sie hier machen?